Hallo zusammen, hallo Alina und Simone. Schön, dass ihr euch heute Zeit genommen habt für ein kleines Interview. Und wir würden auch gleich starten. Noch dazu Simone Mittelfranken und Alina Neumarkt. Nur, dass wir auch wissen, aus welchem Bereich ihr stammt und wo ihr euch gerade so in Bayern aufhaltet. Wie habt ihr die Trainer oder Jugendleiter von Faninho bzw. Fußball 3 in eurem Kreis überzeugt? Alina, du darfst starten. Okay, also hallo von mir auch noch. Dann fange ich jetzt gleich mal mit der ersten Frage an. Also wir haben mit der Simone auch ganz viele Infoveranstaltungen bei den verschiedenen Vereinen gemacht, um auch möglichst, weil wir ja doch ein sehr großer Bezirk sind, ja, möglichst den Mannschaften die Wahl zu lassen, wo sie hinkommen möchten. Wenn sie zweimal kommen wollen, sich das anhören wollen, können sie auch zweimal kommen. Haben eben die Infoveranstaltungen gemacht, haben dann gesagt, worum es uns eigentlich geht, ja, was wir überhaupt damit erreichen wollen. Und die Vereine konnten Fragen stellen. Und es war dann für alle relativ schlüssig, denke ich auch. Und bevor wir dann wirklich mit einem Festival gestartet haben, haben wir so ein, ja, Eröffnungsfestival gemacht, wo wir dann auch circa 160 Kinder da hatten, was ein Riesenerfolg war und wo dann auch die letzten Stimmen dann, die noch ein bisschen ja, negativ gestimmt waren, dann auch wirklich positiv gestimmt waren. Genau. Super, danke Alina und Simone, wie sah es bei dir aus? Also mir fällt es immer besonders leicht, die Vereine zu überzeugen, wenn man selbst überzeugt ist von dem Konzept. Also ich bin jetzt seit, ich glaube, 16 Jahren mittlerweile im Grundlagenbereich auch als Trainer tätig und weiß, was ungefähr benötigt wird an technischen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und all das findet man einfach im 3 gegen 3 oder generell im Mini-Fußball. Und wenn man selbst davon überzeugt ist, kann man das natürlich auch euphorisiert weitergeben. Und ich glaube, es bringt dann auch am meisten, weil sie merken, wie man selber für die Sache brennt. Und wenn man dann noch mit Inhalten punkten kann, glaube ich, ist es ein leichtes. Und wer es einmal gesehen hat, also wer sich wirklich dann dazu bereit erklärt, auch einfach mal zu einem Festival zu kommen, das selber auszuprobieren oder sich es einfach nur mal anzuschauen, der sieht einfach, wie das die Kinder auch begeistert. Und das ist eigentlich der einfachste Weg tatsächlich, selbst davon überzeugt zu sein, wenn man rausgeht. Also wenn man es nicht mag, dann sollte man auch keine Werbung dafür machen, weil das merkt man natürlich, wenn es nicht authentisch ist. Bei mir ist es anders, von daher klappt es auch in den meisten Fällen tatsächlich sehr gut und den einen oder anderen konnte man doch auch schon umstimmen oder überzeugen, sich zumindest mal anzuschauen. Sehr schön, danke. Und Simone, da schließt sich auch gleich die nächste Frage an. Welche Rückmeldungen erhaltet ihr denn von den Teilnehmern von diesen Festivals, also sowohl von Kindern, von Trainern als auch deren Eltern? Was kommt da nach dem Festival zurück? Was, ja, melden die euch? Wie sind die Reaktionen? Jetzt darf mal die Simone damit anfangen. Das ist natürlich ein bisschen unterschiedlich, was für ein Format es ist. Also ist es ein Format, wie die Alina gerade schon gesagt hat, so eine Art Testival, wo wirklich mal viele Vereine auch dazukommen, die es noch gar nicht ausprobiert haben. Da ist die Rückmeldung ganz unterschiedlich. Viele sind begeistert, also die Kinder eigentlich immer. Es gibt immer mal wieder so einen kritischen Trainer auch, der dabei ist, der dann einfach auch sagt, na, das ist ja scheiße, das ist nichts für mich. Ist okay, muss man auch akzeptieren. Ich sage dann immer, ich finde es trotzdem klasse, dass ihr euch das angeschaut habt. Aber ich sage jetzt mal, das Große, also der große Anteil von den Leuten, die dann auch teilnehmen, von den Trainern, ist auch überzeugt davon. Es ist eine unglaubliche Harmonie und Ruhe, auf den Plätzen, wenn solche Festivals stattfinden, weil man einfach merkt, welche Begeisterung die Kinder auch mit sich bringen. Und von den Kindern, also wenn man am Schluss dann fragt, wer hat alles ein Tor geschossen und alle Arme springen nach oben, ist es einfach das Schönste. Also das ist der tollste Abschluss immer. Und von den Eltern, die sind eigentlich auch relativ aufgeschlossen, wenn sie merken, dass alle Kinder auch spielen, also dass wirklich jedes Kind auch zum Spielen kommt. Das ist das große Plus. Also es ist niemand, der einfach nur 2 Minuten eingewechselt wird, sondern jeder hat ja wirklich gleich viel Spielzeit. Und davon sind natürlich auch die Eltern begeistert. Super, Alina, wie ist es bei dir? Also ich kann mich da der Simone auch nur anschließen. Bei mir ähnlich. Also die Kinder wirklich, die sind alle rundum begeistert. Ich meine, die haben Spielzeit ohne Ende, schießen Tore alle. Also die sind eigentlich alle nur glücklich. Die Eltern auch, die sehen halt, ja gut, mein Kind ist glücklich, mein Kind strahlt, was will ich mehr? Und auch für die Eltern ist es halt auch vom Zeitaufwand, weil viele sagen, Mensch, ich habe ja keine Zeit, aber so ist wirklich in 1,5 Stunden. Die Kinder haben gespielt ohne Ende, sind glücklich, sind ausgepowert, können wieder heim.
Da ist es für die Eltern auch Erleichterung. Und auch bei den Trainern, ich meine, zu 100% alle recht werden, das geht nicht. Aber es sind wirklich, die Feedback von den Trainern sind sehr, sehr positiv. Ich habe wirklich zu 95%, sage ich, sind alle sehr positiv gestimmt. Und ich habe auch Trainer dabei, die sind Feuer und Flamme, die machen dann für, weil wir jetzt ja auch erst neu gestartet sind, machen sie dann so, ja, DIN A4-Seiten mit Regeln, die man am Anfang beachten sollte für neue Vereine, die es dann ausrichten, dass sie dann untereinander sich weitergeben. Also die organisieren da ganz viel außenrum noch und bringen ganz viele Ideen noch mit rein, was echt schön ist mit anzuschauen und so auch. Also das ist echt top. Schön zu hören. Simone, ihr macht es ja auch schon länger und soviel ich weiß, schon seit 2015, kann ich mich gleich verbessern, ob es sogar noch länger ist. Wie hat sich denn der Fußball 3 und ihr seid ja auch schon beim Fußball 5 unterwegs, bei euch entwickelt und welche zukünftige Entwicklung erwartest du in diesem Fall? Simone darf beginnen und dann machen wir nachher die Alina nochmal. Ja, also es hat tatsächlich von der Initiative von Professor Dr. Lochmann von der Universität in Erlangen begonnen. Der hat damals ein paar Vereine für sein Pilotprojekt quasi gesucht und auch gefunden. Das sind quasi so diese Stammvereine, die das bei uns auch mitbegründet haben, die auch immer noch dabei sind und vor allem auch viele Neuankömmlinge auch mit unterstützen, was mir auch hilft, was mich auch unglaublich entlastet, weil ich kann nicht bei jedem Festival sein. Also bei uns ist das wirklich eine Masse an Festivals mittlerweile. Wir haben am Wochenende 8 Festivals, die kann ich nicht alle bereisen, weil es einfach auch vieles zeitgleich stattfindet. Und da ist es natürlich klasse, wenn diese Familie, diese Funinho oder Fußball-3-Familie einfach auch wächst und immer wieder neue Leute quasi dazukommen und angelernt werden. Mittlerweile, wie gesagt, also wir haben gestartet, da war es ein Festival am Wochenende. Jetzt mittlerweile haben wir über die G- und F-Jugend jeweils 8 Festivals quasi am Wochenende. Also es ist enorm, wie das gewachsen ist. Die Vereine melden auch, dass sie einen unglaublichen Zulauf an Kindern haben, weil die Eltern auch einfach merken, dass die Kinder zum Spielen kommen. Also das ist eine der richtig positiven Entwicklungen auch, die dieses Mini-Fußball auch mit sich bringt. Und Fußball 5 spielen wir jetzt seit 2 Jahren wirklich aktiv. Das hatten wir erst nur für den jüngeren E-Jugendjahrgang. Die wollten es aber unbedingt weiterspielen. Das heißt, die sind so begeistert, dass sie gar nicht mehr wirklich in 7 gegen 7 wollen, im Moment zumindest noch nicht. Also wissen natürlich auch, das wissen sie auch, dass das der notwendige Entwicklungsschritt ist, der nächste. Aber dieser Festivalcharakter auch beim 5 gegen 5 und dieses familiäre Umfeld ist einfach auch das, was es auszeichnet. Also diese Gemeinschaft, die da entsteht und Freundschaften unter Trainern, die man jetzt so mittlerweile leider in dem durch Leistungsdruck geprägten Kinderfußball einfach auch nicht mehr so erlebt. Und dass dieser ganze Stress da einfach auch rausgenommen wird, dieser Ergebnisdruck, sondern dass die Kinder einfach mit Freude spielen, die Trainer kooperativ miteinander arbeiten, das ist einfach wirklich das Tollste. Und ich erwarte mir, dass es auch weiter wächst, stetig wächst. Die Begeisterung trägt sich fort und steckt immer weitere Trainer an. Und von daher bin ich guter Dinge, dass das bei uns zumindest in Mittelfranken weiter wächst. Super. Alina, und bei dir in Neumarkt, wie sieht es da aus? Also wir haben jetzt ja erst 5 Spieltage gehabt, an denen wir es dann auch durchgeführt haben. Werden jetzt dann im April auch wieder in die nächste Runde dann gestartet. Ich hatte auch gleich am Anfang schon viele, die gesagt haben, Mensch, ich würde gerne einen Ausrichter machen. Hatte dann auch wirklich sofort auch Spieltage voll, wo wir dann auch noch ein zweites Festival hinten dran gehängt haben, weil wir dann so viele Anmeldungen hatten. Also wirklich sehr positives Feedback auch und von der Entwicklung her auch wirklich steigend. Und jetzt hat auch für die neue Runde hätte ich jetzt auch total viele Ausrichter wieder gehabt. Also wir hätten wieder viele Festivals durchführen können. Und auch Nachbarvereine zum Beispiel von einem Ausrichter, die jetzt noch nicht dabei waren, haben mich dann auch angerufen und gesagt, Mensch, das ist jetzt super, darf ich da eigentlich auch noch mitmachen und was muss ich denn machen? Und also wirklich, wir haben steigende Meldungen, was auch schön ist zu sehen und weil man halt auch wirklich viele Festivals anbieten kann und auch, wenn die Festivals voll sind, macht es allen halt auch mehr Spaß, ne? Genau, also ich denke, das wird auf jeden Fall weiter gut angenommen. Wir werden es jetzt, denke ich, einfach mal halt noch weiter in der U7 probieren, wie es läuft. Ich meine, wir haben jetzt ja auch erst 5 Tage, also Spieltage gehabt. Aber sonst, also sind alle positiv gestimmt. Super, dann sage ich euch beiden nochmal Danke fürs Interview und
hoffe, dass die Kinder bald wieder draußen spielen können und dass dann diese positiven Emotionen weitergetragen werden können. Also euch zwei nochmal recht herzlichen Dank.